Vlog Nummer 27, Teil 2. Mittwoch, der 8. Dezember 2010. Ich hatte um 10.45 Uhr einen Termin in der Frauenklinik, also in der Südstadt, wegen der Clipmarkierung. Gott, war ich aufgeregt. Allerdings um 12 saß ich immer noch im Wartezimmer. Und dann bin ich erstmal zur Thekenfrau gegangen und habe sie gefragt, warum alle, die nach mir kommen, vor mir drankommen. Das ist ja eigentlich immer mein Problem, egal wo ich bin. Der hat dann gesagt, es ist noch einer vor mir, weil das Wartezimmer für 3 Sprechstunden ist. Kommen dann alle anderen vor mir dran. Yippie. Wir haben einen Ultraschall gemacht, um den Tumor zu suchen. Also wir haben uns auf Ostern vorbereitet, weil sie hat ja erstmal, ich glaube, 10 Minuten rumgesucht und nichts gefunden, bis sie dann nochmal in den Unterlagen geguckt hat. Und dann hat sie ihn nachher endlich lokalisieren können. Eigentlich wollte ich den Clip für euch fotografieren. Der Wurm ist drin. Ich wollte ihn für euch fotografieren. Leider Gottes saß der in einer ziemlich dicken und langen Nadel, die sie mir gezeigt hat. Und ihr wisst, ich habe ein minimales, dezentes Problem mit Nadeln. Das heißt, meine Angst wurde, sofern das geht, noch gesteigert. Ja, also ich konnte es nicht für euch fotografieren, tut mir leid. Sie hat mich, glaube ich, auch für ein bisschen bekloppt gehalten, aber hey. Dann gab es eine lokale Betäubung und ab da war es vorbei mit mir. Also ich mache mir da auch nicht mehr die Mühe, mich groß zusammenzureißen, weil ich einfach glaube, hey, wenn ich da irgendwelche Ersatzteile eingepflanzt kriege, da würde sich keiner drüber freuen. Deswegen heule ich einfach, schlag möglichst nicht um mich und dann erledigt sich die Sache relativ schnell. Sie hat dann die Haut an der Stelle ein paar Millimeter aufgeritzt, damit sie mit der Nadel rein kann. Sie hat mir das immer alles schön erzählt, was sie macht. Dann ist sie mit der Nadel rein und hat den Clip da dann irgendwann mal reingesetzt. Also ich hatte keine Schmerzen, es war bloß irgendwie so ein Druck. Also eigentlich nichts Schlimmes. Ich hatte auch danach keine Schmerzen. Danach bin ich dann zur Onko gefahren und habe mich wieder stationär aufnehmen lassen. Und dann war an dem Tag eine Aktion, da hatte ein ehemaliger Schüler zusammen mit einer Konditorei Lebkuchenschlösser herbeigebracht, den die Onko-Kinder dann verzieren sollten. Also eins war schon so ein fertiges Muster und eins war ein Rohbau, den wir dann begleiten sollten. Und dieses Schloss soll dann letztendlich zur Prinzessin Mary nach Dänemark, die die Onko ja dieses Jahr besucht hat. An sich eine schöne Aktion. Also Jenny und Janik haben sich auch gefreut. Ich habe übrigens Bilder auf dem Blog. Aber mein Gefühl, der Schüler hat das Ganze aus Eigen-PR gemacht. Also er musste wirklich auf jedem Bild drauf sein und auch bei den Kameraleuten. Er musste immer im Bild sein und immer Also bitte, ich hasse Selbstdarsteller. Aber okay. Jedem seins. Wir sind danach dann noch auf Chirurgie und haben da weiter vertiert. Und ich bin wirklich gespannt, ob dieses Schloss jemals in Dänemark landen wird. Ich glaube nämlich nicht dran. Donnerstag, 9. Dezember 2011, war dann die Weihnachtsfeier der Onko. Nur Party im Moment. Oh Gott. Da war so eine Artistengruppe, die fand ich super. Der Clown war mies, aber die Kinder hat es gefreut, also okay. Und was mir echt Pipi in die Augen getrieben hat, da waren Kinder höchstens 6. Klasse, die haben Spenden gesammelt in ihrer Schule
Und haben dann letztendlich 150 € für die Station gespendet. Also, dass so eine Aktion von Kindern kommt, das fand ich einfach unglaublich rührend. Dann Chemobeginn war dann 19 Uhr statt 11 Uhr. Also, es hat sich alles verschoben, damit ich die Weihnachtsfeier mitmachen kann. Freitag, 10. Dezember 2010, habe ich Besuch von Georgina gekriegt. Das war geiles Deutsch. Haben ein bisschen gelabert, einfach nur. Ansonsten war mein Tagesablauf von Essen, Schlafen und Pullern bestimmt. Standard was. Am Samstag, den 11. Dezember 2010, habe ich dann abends ganz spontan von Georgina noch eine Käsesuppenlieferung bekommen, weil wir hatten uns am Vortrag darüber unterhalten, dass Käsesuppe ja lecker ist, und beim Einkaufen hat sie dann spontan dran gedacht, hat welche gekocht und mir dann sogar eine Portion gerettet. Das war schon echt cool. Dann am Sonntag, am 12. Dezember 2010, habe ich irgendwie, also ab da ging es bergab. Ich hatte den ganzen Tag so ein ungutes Gefühl. Also nicht richtig schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Am Montag, dem 13. Dezember, hatte ich dieses Gefühl immer noch. Da waren dann allerdings Leute von der Bundesfinanzdirektion da. Also es ist irgendwie eine Stufe über dem Zoll. Die haben einen Flohmarkt und einen Kuchenbasar gemacht, und von dem Geld, das sie gesammelt haben, haben sie Geschenke gekauft für die Onkokinder und für die Kinder aus dem Hospiz und haben noch Geld für die Aktion Helfen bringt Freude der OZ gespendet. War echt total schön. Ich versuche den Artikel noch irgendwie zu bekommen, weil ich habe mich da mit dem Reporter noch ein bisschen unterhalten. Ja, wir hatten eine lockere Kaffeetafel. Und die Leute, die die Idee hatten, waren halt da. Der Reporter, der Doc, unsere Erzieherin und eine Handvoll Patienten mit Eltern. Ich habe, glaube ich, auch, ja, ich habe Fotos hochgeladen. Und am Dienstag, dem 14. Dezember 2010, hatte meine Mama Geburtstag. Problem, ich sollte bis abends drin bleiben, weil mein Pullerbeutel noch lief. Ich habe den Doktor dann aber belabert, dass ich nachmittags schon nach Hause kann. Dafür musste ich allerdings in Kauf nehmen, dass mein Pullerbeutel schneller gestellt wird, also noch mehr Klogänge. Aber hey, was nimmt man nicht alles in Kauf? Wir haben dann meine Mama abends noch zum Essen ausgeführt, zum Griechen. Und eigentlich dürfen wir nicht in der Öffentlichkeit essen gehen. Schon gar nicht so kurz nach dem Block. Und das sollte ich im Krankenhaus eventuell nicht erzählen. Naja, aber Viola war halt so nett, hin und zurück zu fahren. Weil es war zwar bloß eine relativ kurze Strecke, also ich glaube maximal 1 Kilometer, aber bei dem Wetter, und dann bin ich auch noch so eine Schlappiwurst, ich glaube nicht, dass ich das so gut verkraftet hätte. Also danke an der Stelle an Viola, dass sie gefahren ist. Noch kurz, warum das jetzt so ewig gedauert hat, weil ich bin Dienstag raus und jetzt am Samstag kommt erst das Video. Ich habe die 3 Tage richtig stark zu kämpfen gehabt. Also mir war ständig schlecht und ich musste zu Fran nehmen, um überhaupt was essen zu können. Mein Verdauungssystem war auch gegen mich. Und so habe ich mich dann die 3 Tage mehr oder weniger mit dem Blog-Eintrag rumgequält. Und jetzt, wo es mir besser geht, dachte ich mir, mache ich endlich das Video. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Aber jetzt ist es ja abgedreht und im Netz und alles schön, hoffe ich. Genug gelabert. Ich wünsche euch einen schönen vierten Advent und bis zum nächsten Mal.